Hallöchen und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Minecraft Extreme. Und Leute, was soll ich sagen? Ihr könnt wieder sehen, was hier abgeht, denn wir sind wieder auf dem aktuellen Stand und ich kann wieder aufnehmen. Yay! Und Timer ist mit dabei. Sogar mit neuer Grafikkarte. Das heißt, wir haben durchgehend 60 Frames hier. Ziemlich geil. Und ja, Leute, ich habe so viel geredet in den letzten Folgen, was ihr nicht mitbekommen habt. Und jetzt kann man hier sehen, was passiert ist. Also, ihr musstet euch das Leid hier gar nicht antun, was ich hier fabriziert habe, weil ich habe mega viel Terraforming gemacht. Hier ist alles neu, alles. Ich habe sozusagen Kahlschlag gemacht. Und so sieht das inzwischen aus. Meine Lagerhalle hat einen Steinanstrich bekommen mit ein paar Treppen. Ein Brunnen liegt jetzt daneben. Und es hat sich einiges getan. Und ja, Tyra, wie sieht's bei dir jetzt aus? Hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ich habe hier meine Wohnung, also meine Wohnung, meinen Unterschlupf so ein bisschen verschönert. Kommen jetzt aber große Änderungen, was meinem Eingang betrifft, in Erscheinung. Ja. Aber erstmal muss ich halt an Rohstoffe kommen und dafür will ich meine blöde Turtle mal zum Laufen kriegen. Die ja immer noch Probleme hatte, habe ich ja gemerkt. Ja, ich gucke sie mir jetzt nochmal an. Ja. Habe ich keine Kohle mehr, das wäre kacke. Ach genau, und dann werde ich noch zwei Ender Chests bauen. Damit ich nicht immer zur Turtle laufen muss, wenn sie dann mal funktioniert. Ja. Aber ich habe halt keine Auch Kohle mehr. wenn die anderen Leute jetzt erstmal verschont worden sind von meiner Terraforming-Kacke, müsst ihr trotzdem das jetzt noch ein bisschen ertragen, weil ich war noch nicht ganz fertig. Noch ein kleines Fleckchen muss noch getilgt werden. Das mache ich jetzt eben. Ja, und danach können wir gucken, was wir als nächstes bauen. Ich habe den Tipp bekommen von einer Zuschauerin, dass ich auf Solar, auf Wasserenergie setzen soll. Und ich will mir mal angucken, Ja, wie das den mit Tipp habe ich auch Wasserenergie so bekommen. aussieht. Ne? Aber, ich habe es mir mal durch in anderen Tutorials angeguckt. Das bringt nicht so viel Wasserkraft. Ist zwar einfach, glaube ich, zu craften, aber, also letztendlich, der Reaktor bringt am meisten. Solarpanels sind gut. Also die verbesserten sind mega, aber die brauchen halt extrem seltene Rohstoffe. Versuche es mal mit Wasserkraft. Ich will dir da auch nicht reinreden. Ich habe es noch nie ausprobiert. Also ich würde es mal ausprobieren Ja, wollen. Also mach mal. einfach mal, um zu gucken, wie es Ach, da aussieht. oben ist doch Kohle. Ich wollte schon sagen. So. So. Ja, und ich weiß nicht, soll ich das erzählen? Wir hatten jetzt einen Aufnahmestopp seit wie langer Zeit? Boah, das waren jetzt schon fast 2 Wochen, ne? Das waren jetzt knapp 2 Wochen, genau. Schon eine ziemlich lange Zeit. Ein Glück, dass wir das mit den ganzen Folgen auffüllen konnten. Und seit 5 Tagen, glaube ich, war der Server down. Ja. Und das hatte was mit der neuen Version von Infinity zu tun. Es gibt da nämlich jetzt die Version 1.5.1, also 1.5.1. Es gibt sogar schon 1.6.2, muss man so sagen, jetzt aktuell. Das ist ziemlich krass, wie schnell die sind. Und das Problem war, ich hatte versucht, den Server mit der damalig aktuellen Version 1.5.1 zu aktualisieren, was leider ganz böse in die Hose gegangen ist. Der Server ist abgeschmiert, ist offline gegangen und ließ sich nicht mehr hochfahren. Es hat nicht mehr funktioniert. Auch als ich wieder zurück, also downgraden wollte, es hat nichts mehr funktioniert. Dann hab ich, die ganze Zeit kitzelt es in der Nase irgendwie, dann hab ich's mit Glück. Oh, warte, da kommt ein Nieser. Ja, warte noch einen Augenblick. Ah ja. Gesundheit. Ah, das So. hat die Wo Aufnahme war ich? schon Ja, gelohnt. ich habe es mit Glück geschafft, ein Backup von dieser Welt zu zaubern. Und habe es in den vergangenen 3 Tagen versucht, dieses Backup wieder reinzukriegen. Oh. Ist gut jetzt. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich hatte das. Oh. Woher ist denn das? Ich habe das immer, wenn ich in die Aufnahme gehe. Ich weiß nicht, woran es liegt. Liegt bei mir. Oh, warte, es kommt schon wieder. Oh nein. Ich hatte das bei Titan Quest einmal. Genau dasselbe jetzt. Herzlich willkommen zu einem Let's Nies von Ja, Drachenkönig. so ungefähr. Ich habe Der Titan Quest Nies-Tutorial. angemacht und ich habe sofort angefangen zu niesen. Ich glaube, das war die Folge. Ich glaube, die Folge nach der Riesenzyklop. Das müsste Folge 15 jetzt gewesen sein. Du bist allergisch gegen das Spiel. Was? Bist allergisch dagegen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob es an den Kopfhörern liegt, ich weiß es gar nicht so genau. Nein! Ich glaube da noch Oh, nicht jetzt mal habe ich ein dran. Problem. Jetzt habe ich ein Oh, Problem. meine Fresse, ey. Toll, ich hänge in dem großen, in dem großen Loch von meiner Turtle und mein Jetpack ist jetzt leer gegangen. Echt? Ja, ich habe zum Glück Steine.
Nein, nein, was mache ich denn? Was Turtle, was, wo willst du hin? Oh, toll, ich hab. Oh nein. Ich hab die Turtle in die falsche Richtung gestellt. Jetzt hat die einfach nebenbei im Loch ein neues Loch gebuddelt. Bleib hier, hey. Bleib hier. Bleib hier. In welche Richtung muss man sie da eigentlich stellen? Ja, das ist ja am Anfang erstmal egal. Beim ersten Mal. Nur wenn du halt, wenn die irgendwann aufhört, dann musst du die halt. Moment, ich guck mal kurz, ob ich das so einfach erklären kann. Also musst du die genau in die Ecke setzen, wo du angefangen hast. Ja, oder einfach in irgendeine Ecke. Nur muss halt so groß sein wie das Loch, ne? Und dann, das siehst du dann einfach. Also das ist nicht schwer zu erkennen. Ah, ich kann ja noch Erde aufnehmen. Oh, es wird langsam dunkel, oder? Nee. Hä, wird's dunkler, wenn ich mich in der Nähe von einem Ender-Portal hinstelle? Weil jetzt kann ich mich hochbuddeln, ja, da habe ich ja Bock drauf. Irgendwie hat mein Ender-Portal wackelt nicht, da passiert gar nichts. Nein, was macht denn die Turtle? Aua, oh, jetzt bin ich fast gestorben, nur noch ein Herz. Ich habe vergessen, dass mein Jetpack aus ist. Turtle, jetzt hat man wieder was. Turtle, kommst du wohl? Danke. Turtle, was ist los mit dir? Bist du wieder verwirrt? So, ich glaube, ich habe meine Geschichte mittendrin unterbrochen irgendwie. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich hatte es geschafft, ein Backup von dieser Welt zu holen. Und tatsächlich konnte ich dann nach einigen Versuchen, das hat ein bisschen gedauert zunächst, was ich nicht ganz verstanden habe. Ich konnte einfach diese Welt nicht, also die wir angefangen haben, mein Backup, konnte ich einfach nicht wieder benutzen. Das ging nicht. Dann hatte ich den Support angeschrieben, ich habe gemacht und getan. Und es hat nichts funktioniert. Und dann irgendwann, innerhalb dieser 5 Tage, habe ich dann noch ein paar Versuche gestartet. Und dann auf einmal ging es wieder. Ja, zum Glück. Nee, ich hatte vergessen. Aber ja, du warst die Schuld. So ungefähr ein bisschen, ja. Es ging darum, die Serveränderung oder beziehungsweise Änderungen, die ich am Server vornehme, sei es Daten löschen, Daten hinzufügen, irgendetwas, der Server muss vorher komplett runtergefahren sein. Das heißt, ich darf nicht einfach nur auf Anhalten machen und direkt die Daten rüberpacken. Ah, du hast ja unendlich Diamanten gegeben, ne? So sieht's nämlich aus. So ungefähr. Nein, ich musste wirklich komplett warten, bis er angehalten war. Ich habe einfach zu früh die Welt draufgepackt. Also musste schön warten, bis er runtergefahren ist komplett und dann machst du erst. Und dann hat es auch funktioniert, glücklicherweise. Aber jetzt ja zum Glück wieder alles gut. Ja. Erstmal. Können wir noch eine Love-Story draus machen. Ja, ist leider ein bisschen nervig. So, jetzt nachdem ich so viel Platz habe, was ist denn mit diesen Bäumen hier? Was machst du denn überhaupt? Erzähl doch mal ein bisschen. Ja, irgendwie läuft mir gerade die Nase. Ich muss gerade mal mir im Let's Play die Nase pudern. Augenblick, ist wieder. Bitte. Ja, ich mach mich. Achso, nee, ich mach das kurz von der Aufnahme her. Will das rausschneiden. Ja. Ah, ne, ich lass es. So. Kurz mal ins Mikrofon. Bei mir ist immer alles ungeschnitten, das weißt du doch. Ja, aber wie gesagt, bei Taiwa könnt ihr hören, wie ich mir die Nase putze. Auch sehr schön. Nein, wenn ich dran denke, mache ich. Was so, schwitzt? Draußen. Was? Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, wenn ich dran denke, mache ich es natürlich raus. Ach so. Nur wenn ich aber natürlich wieder. Denkt nicht an sowas. Ja, wenn ich wieder 20 Videos zum Bearbeiten habe, dann denke ich da nochmal nicht dran. Ja. Hab auch noch was anderes zu tun. 1, 2, 3, 4. So, hier baut das Loch ein. Zack. Habe ich noch meine Spitzhacke? Die habe ich tatsächlich noch hier. Sehr gut. Hier. Aber was machst du denn jetzt? Da waren wir stehen geblieben. Achso, ja, sorry. Ja, ich bin jetzt gerade dabei, ein paar Felder anzulegen. Ich möchte nämlich ein bisschen jetzt das Thema Nahrungsmittel groß hochziehen, sozusagen. Und mache jetzt einfach nach das schöne, breite Feld, was ich erstellt habe. Da kommen jetzt einfach ein paar Landschaften, paar Dingens hier. Wie sagt man? Felder drauf. Und dann hoffe ich mal, dass ich damit dann schön weitermachen kann. Richtig schön. Richtig schön. Ja, schön. Ja. Schön. Noch ein bisschen, haben wir noch Kohle hier? Ich brauche noch ein bisschen Kohle. Da so, ich gehe jetzt nochmal in den Nether. Achso, ja, da die Welt ja neu transferiert worden ist, musst du mir sagen, ob das auch funktioniert. Ah, super. Muss ich das jetzt testen? Ich hoffe mal nicht, dass irgendwas Böses passiert. Mein Jetpack ist aus. Ich teste momentan noch gar nichts.
Aber warum denn Ich nicht? will dich auch Hey, irgendwann mal wieder warum denn besuchen nicht? kommen. Oder mal besuchen kommen. Du willst mich mal besuchen kommen? Mit dem Jetpack unterwegs? Ja. Dann? Wow. Aber ich will erstmal die Turtle ans Laufen kriegen, weil ich brauche Rohstoffe, sonst kann ich hier überhaupt nichts machen. War süß vom Taiwan, oder? Dass er mich einfach so besuchen Ich möchte. will ja auch mal sehen, was du da machst. Willst du Ich gar nicht sehen, gucke ja glaub nicht mal. deine Videos. Wäre verrückt. Ja, habt ihr das gehört? Eigentlich ein Grund jetzt für ein Deabo, oder? Also eigentlich wollte ich, ja, das macht. Eigentlich hätte hier direkt das D-Abo jetzt folgen müssen. Dann habe ich ja noch weniger Views. Ich bin außer mir. Dann hätte ich ja Minus-Views. Minus-Views, ich schlaf gerade mal. Ja, perfekt. Nee, ich will mir auch mal angucken, was du da machst. Wieso Live sollte und ich in das sehen Farbe. wirst? So, Zertus-Quarz, Erz. Nur ein bisschen, muss man eben kurz. Gucken, ob ich den Spawner direkt wiederfinde. Oh, da ist so ein. Ah, Bogen. Schieß, schieß. Oh, da ist doch direkt ein Blaze. Ey, der. Der Server leckt gerade. Ah, ne, oder? Was? Ich bin hier gerade wieder im Clinch mit einem Blaze. So, Gefängnissafari, nett, die Sachen tue ich raus. Das war kurz und schmerzlos, Starfire, Erz, Knopf, Drachenkralle. Redstone, Leder, Feder, Oh, ach du Apatit. Scheiße. Hier ist einfach mal so eine Riesenspinne. Oh, Riesenspinne? hat die mich gesehen? Die ist direkt an unserem Portal. Wenn die mich angreift, bin, war es das. Könnte sein. Oh Gott, schnell. Durchs Portal. Weg, weg. Los, weg, schnell. Ja, hat Problem ist, geklappt. ich kenne mich mit Riesenspinnen nicht so gut aus. Nee, ich auch nicht. Ich hab noch nie gegen eine gekämpft. So. So, jetzt müssen wir Endertruhe, genau. Dafür brauche ich meine. Wo. Da meine Ender. Huch, nein, der Eisen brauche ich nicht. Meine gleich hier. anderen Blazes. So, Salz. dann gucke ich da mal. Irgendwann will ich. Huch, hä, was? Hallo? Irgendwann Nur will ich mal wieder Weizen eine ist das nicht. Ender-Chest bauen. Ach, eine Monsterfalle bauen. Weil man kann, es gibt so, das ist nämlich ziemlich geil. Es gibt so eine. Ich weiß nicht, wie das. Keine Ahnung, das so ein Gerät, mit dem du, also hier wie so ein, mit dem du Wasserkästen transportierst. Weißt du, was ich meine? Dieses lange Ding da mit der vorne mit der Fläche. Nein. Da tust du so, keine Ahnung, fünf Kisten übereinander, tust sie da drauf, dann kannst du hier rumfahren. Du weißt, wenn du siehst, was ich meine, dann. Auf Ja, jeden. das ist das Problem bei Tyra. Man weiß nicht genau, was er meint. Auf jeden Fall gibt es, was ich damit sagen will, es gibt Möglichkeiten, Spawner zu bewegen. Okay. Diese Möglichkeiten willst du für dich nutzen. Ja, dann kannst du dir nämlich zu Hause geile Monsterfallen bauen. Was natürlich nicht schlecht ist, ne? Eben, dann hast du nämlich unendlich Blazes und Enderperlen und die werden noch sehr wichtig später. Ach, Also hör auf. ich weiß ja nicht, was du machst. Du machst ja anscheinend gar nichts, deswegen. Hallo? War ein Scherz. Ich glaube, ich stehe im Wald. Sowas muss ich mir So, gefallen Freunde, lassen. jetzt brauche ich nur noch zwei Wolle, die ich wahrscheinlich nicht habe. Sattel, hier haben wir noch dieser Zapfhahn. Mehr, also Schwefel gehört meines Erachtens nicht in Oh, die genau zwei Pflanzenkiste. Wolle. Kupferbarren schon eher. Zack, und da habe ich. Quatsch. Hoch, da habe ich zwei Endertruhen. Ton gebastelt. Krass. Jetzt musst du nur noch in weiter Ferne eine Quarry bauen. Und dann kannst du. Aber da, ich brauche ja da erstmal mit der Turtle ein paar Rohstoffe. Oder so. Soll ich die erstmal so ganz blöd da drüber stellen? Ich weiß nicht. Nee, ich mach's anders. Dann Erste brauche Antischocken, ich noch eine Alraunsamen und Hopper. Weißt du, Hoppa. eine Hopper? Eine Filter, ein Trichter. So. Ach, denk dran, falls du mal auf die Idee kommst, den Ender Chest zu bauen. Ah, toll. Du baust ja, denk ich mal, momentan keine Ender Chest, oder? Momentan nicht, nein, da könntest du recht haben. Dann sag mir bitte Bescheid, wenn es soweit ist, weil.
Warum habe ich orangene Wolle? Ach ja, genau. Weil wir die Farben einstellen müssen, sonst geraten unsere Sachen durcheinander. Farben? Hä? Ja, du kannst, du musst ja, also wichtig ist, falls du eine Ender-Truhe baust, musst du die von Ender.io nehmen, ne? Weil die kannst du wieder abbauen. Okay. Und, dann hast du da so drei weiße kleine Balken auf der Truhe drauf, ne? Aha. Und, nein, zu viel. Moment, jetzt bin ich gerade, genau, und da musst du halt auf beiden Truhen die gleiche Farbkombination einstellen, damit die auch in die gleiche Truhe reinkommen, die Sachen. Ach so, ja, okay, okay. Ich weiß, was du meinst, ja. Super. Nur ich habe momentan noch keine Farben, deswegen mache ich das ohne, aber ist ja egal. Jetzt brauche ich noch eine Wrench. Die hier. Achso, Tin. Tin. Zertus Quarz. Ich habe dreimal geladen in Zertus Quarz. Jawohl, läuft bei dir. Ja. Nur drei Stück? Weiß nicht, was ich noch mit den anderen machen kann. Oh Gott, hier sind noch ganz viele Samensachen. Oh, scheiße. Ja, supi. Nein, hey. Wenn ich jetzt hier einen Stein reintue, geht das dann? Perfekt, funktioniert. Es funktioniert. So, jetzt gucke ich nochmal ganz kurz, nachdem ich was gegessen habe. Nach meiner Query, ob die jetzt mal durch ist. Das müsste ich doch in dieser Folge noch schaffen. Hey, lauf. Und dann komme ich vielleicht nächste Folge mal rüber, mal gucken. Ja, wenn du es bis dahin schaffen würdest. Ja. Und ganz die cool. Turtle hat schon wieder aufgehört. Warum? Wie weit ist sie denn überhaupt? 20. Das reicht nicht. Du bist aus dem Biom gegangen oder was ist passiert? Versuchen, keine Ahnung. Man hat mir halt mal gesagt, die hätte, also ich habe da was in den Kommentaren bekommen, dass sie halt keinen Strom mehr hätte. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie keinen Strom mehr hat. Ach so, du musst dir sagen, dass sie den Strom noch nehmen soll, ne? Ja, ich fülle die aber jedes Mal wieder auf. Da stelle ich ja immer wieder ein. Und eigentlich hat die genug Kohle, um einmal bis Bedrock runterzugehen. Okay. Das ist mir jetzt aber zu blöd. Ich baue jetzt selber ein kleines Loch, damit ich endlich hier meine Tunnel graben kann mit der Turtle. Ja, mach du mal. Auf Höhe. Aluminium Nugget. Auf welche Höhe mache ich das denn? Kautschuk wäre vielleicht auch ganz cool. Red Devating Lily Seed. Ah ne, das sind Seeds. Also nicht, dass du wieder diese komischen Viecher kriegst, ne? Ich werd mich hüten. Ja, Raun habe ich keinen Bock. Sag ich dir gleich. Ich bin gerade ein bisschen dabei, in meinen Truhen zu sortieren. Das ist ein etwas langweiliger Vorgang, etwas kräftezehrend. Quatsch. Auch aufmerksamkeitsmäßig ist da wahrscheinlich wenig zu machen. Aber, Leute, jetzt kommt das große Aber. Es wird besser. Und dann wird auch in einer der nächsten Folgen auch wirklich ein neues Haus gemacht. Und wenn du dann mal das ME-System baust, dann kannst du alles von den Truhen wieder ins ME-System packen. Yay, voll cool, ne? Yay. So, Müsse, Türkise, Blume, Sonnenblume, ich hab hier alles Mögliche. So, was gehört nicht hier rein? Weil ich habe jetzt noch einen, dieses Red Dividing Lily Seed und ich glaube, Blaubeere ist Essen. Das so, konnte ich mir Turtle, du hast Himbeere mich auch. Du hast mich einfach nur enttäuscht, Turtle. So schlimm. Richtig schlimm. Hallo, danke. Jetzt habe ich meinen Block hier. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Habe ich einen Blaubeerbusch und Himbeerbusch? Knochenmehl, kann ich das mit zu den Pflanzen tun? Weil es ist ja für Pflanzen da, ne? Um das wieder so. Ja. Okay, ich lasse das jetzt so. Dann brauche ich irgendwann noch eine Essenstruhe. Silbererz, Bleierz, ich habe so viele Erze noch hier. Okay, mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Pastebin, ist das ein G oder ein S? Ich sollte schöner schreiben. Einfach mit seiner gestochenen Schönschrift. Mit meiner Sonntagsschrift. Sonntagsschrift, auch gut. So, da war Erde drin. Da ist allerlei drin. Da ist alles Mögliche drin. Cool. So, aber. Achso, ich hatte mir in den Ofen. Hatte ich mir Eisen gemacht. Der ist jetzt oben. Ja, super.
Perfekt, hat funktioniert. Siehst du, die hat noch, ich weiß nicht, die hört aus irgendeinem Grund auf, die hat noch Fuel. Sehe ich ja jetzt hier. Ja. Ich baller jetzt mal alles rein. Ach ne, da unten. Wo kommt Fuel rein? Ach, da. Ne, das war Fackel. Essen. So, hier kommt die Ender Chest rein. Alles rein hier. Hier kommen Fackeln hin. Das kann ich hier nehmen. Nichts. Okay. So, dann mach ich einstellen. Für das Ende der Folge, weil wir so langsam auch am Ende sind, werde ich ein paar Himbeerbüsche platzieren. Natürlich ein bisschen kontrolliert, natürlich. Die breiten sich aus, habe ich gehört, ne? Himbeerbüsche. Was denn? Achso, ja. Alle möglichen Richtungen. Damit sie sich in zwei Richtungen entfalten können, mache ich einfach mal hier eine, dann 1, 2, Lücke, 1, 2, setzen, 1, 2, Lücke, 1, 2, setzen, 1, 2, Lücke, 1, 2, setzen. Jawohl. Gibt sogar noch 1, 1, 2, Lücke, 1, 2, setzen. Perfekt. 2, Lücke, 1, 2, setzen. So. Passt. Ich bin mal gespannt, wie lange die jetzt worked. Achso, machst du die Abmoderation, oder? Du kannst gerne die Abmoderation nehmen. Ich habe ja die Anmoderation gemacht. Ja, gut. Ja, Freunde, das war's auch schon wieder mit einer weiteren Let's Play Minecraft Extreme Folge. Mit dem guten Drachenkalle, der jetzt auch endlich mal wieder zu sehen ist bei sich. Natürlich auch immer schön bei ihm vorbeigucken. Des Weiteren, meine Töte läuft erstmal. Ich bezweifle, dass sie lange läuft. Ich weiß halt nicht, woran es liegt. Finden wir aber alles irgendwann heraus. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Minecraft Extreme. Bis dahin. Tschüss.